bei sogenannten ABC-Gefahrstoffen, heißt atomaren, biologischen oder chemischen Stoffen, mit denen ein Unfall passiert, wird der Gefahrgutzug der Stadt Geestland alarmiert. Im Rahmen des Einsatzablaufes werden die Kameraden, die in diesen Anzügen vorgehen, von anderen Kameraden eingekleidet, werden dann truppweise nummeriert. Das machen wir mit einem Markierungsspray auf dem Rücken und auf den Armen der Anzüge, um die Kameraden immer wieder zuzuordnen. Chemikalienschutzanzüge deshalb, weil man mit diesen umluftunabhängig arbeiten kann. Man ist in einem Anzug, der komplett luftdicht ist, trägt sein Atemschutzgerät auf dem Rücken und kann somit ungefähr 20 bis 30 Minuten tätig sein. Es wird so gemacht, dass beispielsweise der Transporter von den Kameradinnen entladen wird und nach Gefahrstoffen sortiert wird. Von diesen Gefahrstoffen werden dann Proben genommen, die werden an die Absperrgrenze verbracht. Eine Analyse der Chemikalien oder Gefahrstoffe, die wir an der Einsatzstelle vorfinden, findet dann anlassbezogen vor Ort durch eine speziell ausgebildete Einheit statt, die wir bei uns in der Stadt haben. Der Dekontaminationszug, der ebenfalls mit alarmiert wurde und an der Einsatzstelle ist, wird dann von den Kameradinnen, die unter CSA waren, also unter dem Chemikalienschutzanzug waren, durchlaufen. Und dort findet eine ausführliche Reinigung statt. Die Reinigung beginnt bei den Stiefeln, die als erstes abgeschrubbt werden. Dann trete ich in ein Zelt ein, wo der Chemikalienschutzanzug einmal grob gereinigt wird mit einer Bürste von Kameraden, die ebenfalls eine Körperschutzform tragen und geschützt sind. Nachdem der Anzug dann gereinigt worden ist, begibt man sich eine Station weiter, wo man entkleidet wird. Die Maske wird abgenommen und dann komme ich in ein Zelt, wo ich wieder neue Einsatzklamotten bekomme, wo ich was trinken kann, da Trinken total wichtig ist, da ich in diesem Anzug, mir ist sehr warm, ich schwitze, ich verbrauche sehr viel Körperflüssigkeit, sodass es wichtig ist, im Nachgang diese Körperflüssigkeit wieder aufzunehmen und all das kann dann im Zelt erledigt werden.